bin seit 25 Jahren Mitglied bei der Gewerkschaft, bin auch im Bankwesen tätig und gerade in diesem Sektor hat sich sehr viel getan. Es sind sehr viele Änderungen im Zusammenleben Mitarbeiter, Führungskraft passiert, wo ich einfach sehe, dass ein starker Partner wie die Gewerkschaft wichtig ist, um meine Rahmenbedingungen für meinen Job zu verhandeln. Gelernt habe ich Schriftsetzer. Nachdem dieser Beruf quasi ausgestorben ist, habe ich auf Druckformtechniker umgelernt. Mitglied bei der Gewerkschaft bin ich seit 38 Jahren. 1973, als ich zu lernen begonnen habe, bin ich beigetreten. Habe das immer für enorm wichtig gehalten, weil ich glaube, dass es eine Arbeitnehmervertretung ganz einfach braucht. Ich habe in Deutschland schon gearbeitet und da kriegt man kein Weihnachtsgeld und auch kein Urlaubsgeld. Das kenne ich eigentlich jetzt nur durch die Gewerkschaft, weil man das vorher gar nicht wusste. Ich bin Behindertenbetreuer im Behindertenbereich, bin seit 10 Jahren dort tätig. Infolgedessen bin ich vor 1,5 Jahren in die Gewerkschaft eingetreten. Ich finde es auch wichtig, dass wir einen sehr starken Support durch die Gewerkschaft in unserer Arbeit erhalten. Ich bin Gewerkschaftsmitglied, weil ich in meiner Tätigkeit als Jugendvertrauensrat immer wieder Inputs und auch neue Ideen bekomme und auch natürlich Hilfestellungen von den Sekretären der Gewerkschaft. Und durch diese Vernetzung, durch die regelmäßigen Treffen, die man innerhalb der Jugendvertrauensräte hat, bilden sich auch viele Freundschaften und es gibt noch mehr Inputs, die man mitnehmen kann und auch Herausforderungen. Unmittelbar hat es mir gebracht, Rahmenbedingungen für die Arbeit, Gehaltserhöhung, jährliche 13. bis 14. Gehalt, also die Sonderzahlungen. Ich bin Gewerkschaftsmitglied, weil die Gleichstellung von Männern und Frauen am Arbeitsplatz längst nicht erreicht ist. Ich glaube, wir Frauen brauchen einfach eine starke Lobby, damit wir die Position im Berufsleben bekommen, die uns zusteht. Ich bin der Gewerkschaft beigetreten, weil ich glaube, dass man mit der Gewerkschaft gemeinsam oder auch andere Leute, dass man dagegen vorgehen kann, gegen Ausbeutung. Und dass man auch dafür sorgen kann, dass die Jugendlichen mehr Informationen über ihre Arbeitsrechte bekommen. Ich bin seit über 30 Jahren Mitglied in der GPA, weil ich es als absolut notwendig erachte, dieses System zu unterstützen. Und weil ich genau weiß, dass der Sozialstandard, den wir momentan in unserem Land haben, nicht sich von selber gemacht hat, sondern dass die Errungenschaft der Gewerkschaften ist. Und weil mir sehr wichtig ist, dass die Arbeitnehmerrechte weiterentwickelt bzw. gehalten werden können. Bei uns in der Firma hat es schon Leute gegeben, die Probleme gehabt haben mit anderen Kollegen oder auch mit Vorgesetzten. Und da war es wichtig, dass man denen hilft und dass man die Unterstützung von der GPA bekommen hat. Ich bin seit circa 6 oder 7 Jahren Mitglied bei der Gewerkschaft und bin immer von der Beratung und Unterstützung und vor allem Rechtsberatung sehr angetan gewesen. Und vor allem hat mich die Gewerkschaft in mehreren gerichtlichen Auseinandersetzungen vor dem Arbeits- und Sozialgericht unterstützt und das sehr professionell und auch mit Erfolg. Ich bin Mitglied bei der GPA, weil es sich einfach lohnt, organisiert zu sein, weil es noch immer in Österreich ein selektives Bildungssystem gibt, wir freien Bildungszugang für alle fordern und weil mir natürlich sehr am Herzen liegt, die Qualität in der Lehrlingsausbildung. Von meiner Erziehung her und von meinen persönlichen Werthaltungen ist es für mich ganz normal, dass wenn man heute einen Dienstvertrag unterschreibt, auch wenn man damit in dem Moment glücklich ist und alles in Ordnung ist, dass man in dem Moment auch die Mitgliedschaft zur GPA unterschreibt, einfach um meine Rechte zu wahren, um meine Rechte zu kennen und wenn ich brauche, auch Recht zu bekommen.